Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Big 18D. Und wir spielen Vancouver 2010. Mir ist im letzten Part aufgefallen, dass ich Snowboard rausgelassen habe. Das heißt, wir machen in dieser Aufnahme Snowboard beide und Eisschnelllauf 1500 Meter. Geh gefälligst über 20. Scheiß Pferd. Nein, das hat mir gerade voll den Sieg gekostet. Ja, mir Sieg gekostet. Das hat mich gerade voll den Sieg gekostet. Nein. Irgendwie habe ich heute keinen Nerv fürs Aufnehmen. Ich mach trotzdem. Ich muss ja auch ein bisschen failen, sonst kriegen wir ja die 15 Minuten nicht voll. Das macht den Runde auf. So kann man ja auch mal den Namen der Nation in Englisch kennenlernen. Hab ich ausgeschaltet? Ne, das ist hier wahrscheinlich jetzt mein Mauscursor. Oh, jetzt habe ich gerade auf den Pin geguckt und deshalb habe ich da nicht geguckt, ey. Sprechen, sonst sperrt das nicht als Song. Gas los. Nein! Ja, ich habe direkt Disziplin verlassen gedrückt. Ich bin so gut. Und jetzt noch das. Könnte ein wenig dauern, so wie ich mich kenne. Sehe schon gleich hier Egal, ist kacke. Sehe mich gleich failen, ja. Ja. Das ist eigentlich ganz gut gerade.
gerade konzentrieren. Macht schon in der Lava. Da zähl ich jetzt einfach jedes Mal, wenn mir nichts einfällt. So, und jetzt läuft er wieder ab wie bei den 500 Metern. So, wenn man sich hier vor meine Videos alle anguckt, dann wird man voll merken, dass ich sonst immer viel mehr geredet habe. Ach ja, Melanie ist nicht gestorben. Das muss ich vielleicht jetzt hier noch erwähnen, sonst muss ich das in Part 3 rein. Gar nicht so schlecht gelaufen, wie es hätte laufen können. Also... mal gucken, wenn es wirklich sehr wenig ist, dann kommt wahrscheinlich direkt hier ein kurzer Cut und dann erzähle ich euch was von wegen Part 5 und dann kann es sein, dass das nur 4 Parts werden, aber es werden wahrscheinlich trotzdem noch 5 Parts. Ja, und wir sehen uns dann. Ich bin Big18D. Ciao.